So, ich freue mich, bei mir auf der Pfingst-Open-Air-Couch drei Teile von den Orsons, Tour, Meckes und Cars. Schön, dass ihr da seid. Der Plan B schläft. Ja. Der schläft noch momentan. Irgend sowas in der Art. Dann lassen wir ihn träumen. Ihr seid auf Tour gewesen mit der Liga der außergewöhnlichen MCs, sei mal da auch im Original-Wortlaut. Wie ist das, wenn man mit so vielen unterwegs ist? Ist das schon auf jeden Fall was Außergewöhnliches? Ist das dann mehr Klassenfahrt, Atmosphäre ein bisschen? Es war schon sehr klassenfahrtmäßig. Also wir kennen uns ja auch alle schon länger so, haben uns nicht erst auf der Tour kennengelernt und es war viele Kumpels zusammen auf Tour. Das war echt eine sehr gute Zeit. Es war aber eher so eine Klassenfahrt in einem Jungsinternat. Also keine Mädels dabei halt. Wir waren sehr schnell sehr homosexuell. Stimmt das? Nee. Kars war sehr schnell sehr homosexuell. Also ich möchte nur an Tua und ich möchte nur Tua und Leon Taylor hier in den Ring werfen. Ja, natürlich. Schwuchtel. Piep. Man muss vorher sich räuspern und dann Schwuchtel sagen. Nicht so, wie man eigentlich so Schwuchtel, sondern Schwuchtel. Damit man es auch noch mitkriegt. Richtig. Okay. Aber so Beleidigungen sind ja nur nett gemeint unter euch. Quatsch, Mann, du Schwuchtel. Das ist schon böse gemeint. Jetzt seid ihr dann hier drüben mit geschmust, schon mit Herbert Grönemeyer auf Tour. Habt ihr ja auch schon Auftritte gespielt. Wie war da so der Eindruck bisher? Sehr gut. Also wir wussten ja überhaupt nicht, wie wir ankommen, ob wir da aufgenommen werden. Und wir werden unfassbar gut aufgenommen. Ja, tatsächlich. Es gab Zugaberufe, was es bei so Vorgruppen, glaube ich, sehr wenig gab. Wir haben sehr viel Spaß. Ich glaube, die Leute haben auch sehr viel Spaß. Das Grönemeyer-Team und wir sind auch eine große Familie. Das ist echt sehr überraschend, wie gut das Hand in Hand geht. Hätten wir nicht gedacht. Ist wahrscheinlich auch für die Fans von euch dann ein bisschen überraschend gewesen, dass ihr mit Herbert Grönemeyer auf Tour geht. Wie ist das gekommen? Nö, für unsere Fans ist sowas nicht überraschend, weil die wissen, dass Herbert Grönemeyer krass ist. Und deswegen fanden die das auch alle geil. Wie kam das dazu, dass ihr mit dem unterwegs seid? Seine Tochter ist Orsons-Fan irgendwie. Und die kannte eine Freundin von uns, die hat ihr dann gesagt, hey, ich kenne die. Und dann hat sie, geil, dann lass doch mal treffen. Wir suchen eine Vorband und so, sowieso. Es wäre geil, wenn ihr mitkommt. Dann haben wir uns getroffen, sie hat uns eingeladen und wir haben natürlich gesagt, hey, krass, na klar, lass mal in Stadien spielen. Eure aktuelle EP jetzt, die gibt's in der Juice, kostenlos mit dazu. Warum dieser Move? Weil ich sag mal, verkauft hätte sich das Ding ja sicherlich auch gut. Das Feedback ist ja groß, die Leute haben drauf gewartet, wenn man sich so die Klickzahlen auch vom aktuellen Video anschaut. Wieso habt ihr das kostenlos rausgehauen? Oder sagen wir mal zur Juice dazu, so. Naja, das haben wir ja nicht erfunden, sondern da gab es eben dann die Nachfrage und es hat einfach Sinn gemacht, jetzt vor dem Album nochmal eine EP rauszubringen. Selbstständig zu pressen, hätte einfach keinen Sinn gemacht. Und dann war das mit der Juice eben eine gute Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Das hätte labeltechnisch auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Sorry, das war ein Insider. Guckt euch das erste BQ-Interview an auf YouTube von Feuer über Deutschland. Da Tua und ich sind die besten Interviewtypen. Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob ich... Also ist ein cooler Künstler und er ist cool und ich im ersten Interview. Savasch fragt mich so, ja, hast du dich vorbereitet? Ja, also ich versuche ganz cool zu sein, aber bin so, ja, ich war schon, habe mich schon vorbereitet, aber gestern habe ich noch meine Texte gelernt, aber ein anderer hat sich nicht vorbereitet. So habe ich geredet, das war das Peinlichste. Wegen der Juice EP nochmal, wir waren einfach lange, haben lange nichts mehr released übrigens, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir diese Juice EP und wir haben auch fürs Album so viel Material gehabt, starkes Material, dass wir gedacht haben, sowas können wir auch mal machen, den Fans was schenken und so. Ihr seid ja alle musikalisch schon ziemlich lange dabei, fast schon alte Hasen, möchte ich mal sagen. Junge, alte Hasen. Nein! Junge, alte Hasen. Nein! Junge, alte Hasen. Schon wieder jemand, der es getan hat. Nein. So, wer hat es noch getan? Nein! Werde ich jetzt gelyncht? Fuck, wir sind alt. Nein, junge, alte Hasen. Musikalisch alte Hasen, alterstechnisch jung. Ich frage hier drüben weiter, ja. Wenn man so lange schon musikalisch dabei ist, wie beobachtet man dann zum Beispiel, ich sag mal, den Hype, den jetzt ja auch eure Labelkollegen mit Crow oder A zum J auch haben, momentan, wie beobachtet man den so, ich sag mal, wenn man schon musikalisch lange dabei ist, dass das dann bei denen auch so schnell geht, spiel mit euch auf dem gleichen Festival, Crow zum Beispiel? Also Crow ist super von unserer Seite aus. Okay. Also, ich reagiere mit Neid. Neid und Missgunst. Schuld. Ich habe aber trotzdem, also seitdem es so erfolgreich ist, bin ich sehr neidisch und missgünstig.
und versuche, so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen. Ich finde das super, weil alles, was unerwartet krass funktioniert oder was überraschend ist, finde ich halt sehr, sehr, wie das zum Beispiel, finde ich einfach interessanter, als wenn es nicht passieren würde. Und so auch bei Crow, krass, krasse okay. Sache. Finde ich gut. Alles klar, gut. Dann hier drüben, du bist 21 geworden, bist recht jung. Nein, er ist natürlich 25 jung. 25. Damit habe ich ein Jahr ausgespart, weil ich bin 26. Okay. Alkoholfrei. Habt ihr Wasser oder Kaffee? Lass dich nicht abbringen von unglaublich Wahnsinn. Okay, nein, ich mag die Dynamik. Aber wir sind jetzt sowieso am Ende. Oder ihr möchtet noch was erzählen? Ihr könnt vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Über was? Jetzt dann von der letzten Tour vielleicht. Von der letzten Tour irgendein Erlebnis, was bisher noch keiner wissen durfte. Also bei der letzten, die letzte Tour ist ja die Herbert Grönemeyer Tour und die läuft immer noch. Wir sind ja jetzt hier und übermorgen geht's weiter. Und aber bei der Herbert Grönemeyer Tour waren wir nach einem Gig auf so einem Berg, der über der Location war, waren wir kiffen, was wunderschön war, die Sonne ist untergegangen und wir saßen dort oben. Und als wir runtergegangen sind, hat sich unsere Background-Sängerin Jasmin leider ein Bänderriss geholt, weil die Treppen. ich weiß nicht mal, wie es passiert ist. Ja, jumped! Keine Ahnung. Aber jetzt kümmert ihr euch gut um sie? Sie regeneriert sich unfassbar schnell. Okay. Dann hoffen wir, dass sie bald wieder mit dabei ist. Sie ist dabei. Ach so, sie ist mit dabei. Ja, das ist hart. Rücken, aber sie ist auf der Bühne. Sie hat sich ja keinen Stimmbänderriss geholt, Mann. Okay. Tua! Okay, ja, wir hatten auch vorhin schon einen, nicht der Drummer war es, ich glaube der Trompeter, der hat auch im Rollstuhl gespielt, weil er sich den Fuß gebrochen hat. Naja, dann wünschen wir an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Ich sage Dankeschön, ihr drei, dass ihr da gewesen seid. Mal noch Werbung für so ein neues Album. Werbung für das neue Album, 7. September von den Orsten, solltet ihr euch unbedingt holen, egal ob ihr Rap-Fans oder Herbert Grönemeyer-Fans seid oder vielleicht sogar die Tochter von Herbert Grönemeyer seid, dann kauft ihr euch Grüße, die auf jeden Fall. Grüße an Marie. Dann kaufst du die auf jeden Fall und dem Tour ein paar Mails schreiben, dass er so jung geblieben ist vielleicht. Das wäre auch noch ganz gut. Und noch Werbung für unsere Single jetzt. Die Single jetzt, auch zu hören bei uns auf Radio Galaxy, ganz neu. Juice solltet ihr euch auch holen. Gibt es schon eine Nachfolgeausgabe der Juice? Nee. Ja. Müsst ihr euch die letzte ab jetzt, quasi holen. Ab jetzt könnt ihr es illegal im Netz runterladen einfach. Oder legal auf YouTube angucken, das aktuelle Video. Solltet ihr tun, guter Stoff. Legal auf YouTube angucken, oder? Legal. Also okay, legal ja. Auf YouTube angucken. Illegal gibt es das bestimmt auch hochgeladen, aber vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich freue mich nachher auf den Auftritt. Seite.